möchte euch herzlich begrüßen zu unserer außerordentlichen Geschäftsleitungssitzung. Das letzte Mal haben wir besprochen, dass wir Maßnahmen ergreifen möchten, um unsere Durchlaufzeit der Entwicklung zu beschleunigen. Ihr habt Maßnahmen diskutiert. Wir wollen diese Resultate heute anschauen. Wer möchte beginnen? Ich gerne. Ja, bei der Analyse der Zeiten haben wir festgestellt, dass unsere Sprintdauer von 4 Wochen zu erheblichen Verzögerungen führt. Deshalb wollen wir die Sprintdauer auf 1 Woche verkürzen. Wir haben uns auch überlegt, ob es noch kürzer ginge. Allerdings sind wir uns da nicht ganz im Klaren, was die Konsequenzen sind. An welche Konsequenzen denkst du dabei? Bei noch kürzeren Sprintzeiten haben wir vom Testing erst recht nicht mehr die Möglichkeit, alle Builds vollständig zu testen. Wir laufen jetzt schon am Limit der Kapazität. Meine Mitarbeiter arbeiten bis 22 Uhr, manchmal noch später. Aus diesem Grund müssen wir die Tests unbedingt automatisieren. Aber es geht nicht. Warum nicht? Weil wir dann nichts mehr zu tun haben. Ich will, dass wir die sich immer wiederholenden Regressionstests automatisieren. Die Durchführung dieser Tests ist sehr mechanisch und, sind wir doch ehrlich, auch ziemlich langweilig. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass wir das anhand der Testberichte haben, dass man das auch dort ansieht. Ja, bei einigen meiner Mitarbeiter könnte das ein Problem sein. Ich glaube, dass die gerne auch wieder mal selber etwas programmieren möchten. Aber genau das können sie dann auch tun. Sie führen dann die Tests nicht mehr selber aus, sondern sie programmieren diese so, dass sie dann automatisch ausgeführt werden. Ich denke, einige meiner Mitarbeiter würden Gefallen an ihrer neuen Rolle finden, wenn sie wieder selber programmieren können. Für mich macht es dann auch Sinn, dass während des Sprints das Schreiben der Tests und die Entwicklung parallelisiert zueinander ablaufen, weil das verkürzt die Durchlaufzeit. Das wäre auch für uns toll, da wir so sehr schnell Feedback über die Qualität erhalten. Konsequenterweise müssen wir dann aber auch die Teams anders aufteilen. Nicht wie jetzt nach Disziplinen, sondern neu Entwickler und Tester in einem gemeinsamen Team, aber nach Features, also quasi nach den Domänen, in denen sie arbeiten, aufgeteilt. So können sie sich die Kompetenzen und das Wissen in ihrer spezifischen Domäne aufbauen. Für mich bedeutet die Verkürzung der Sprintzeit auch, dass wir in kleineren Häppchen Funktionalität umsetzen müssen. Wir können nicht mehr gleich viel Funktionalität in einem einzelnen Sprint implementieren. Ich sehe das aber auch als Chance, weil ich kriege so viel schneller Feedback, ob sich das Produkt in die richtige Richtung entwickelt. Und für mich und den Kunden ist das ein Minimieren des Risikos. Liebe Kollegen, wenn ich das höre, ich finde das großartig. Ich finde das toll, wir sollten das so machen. Bei der kürzesten Sprintdauer müssen wir auch die Erstellung von Modeling automatisieren. Das heißt, den Build, das Paketieren sowie auch das Deployment. Momentan läuft immer noch alles auf den Rechnern von Bernd. Alles sollte jedoch schneller und zuverlässiger sein. Wir möchten deshalb alles auf einen zentralen Server auslagern und von dort aus verteilen. Die Idee ist, dass ein Entwickler ein Check-in machen kann und dann wird der neue Codeabschnitt automatisch auf dem Server kompiliert, ohne weitere Benutzerinteraktion. Diese Gelegenheit möchten wir auch nutzen, um die automatischen Tests anzustoßen. Wenn alle Tests erfolgreich durchgelaufen sind, kann dann ein Tester den Code vom Build bzw. den Build vom Server nehmen und mit seiner Testumgebung explorativ testen. Jedoch sind für diese Idee weitere Anpassungen notwendig, zumal wir gar keine automatischen Tests haben. Aber in der Vergangenheit ging das Erstellen des Builds immer mehrere Stunden und es war immer ein Riesentheater. Ja, aktuell läuft der Build, wenn er dann läuft, über x Stunden. Es wird immer die gesamte Applikation kompiliert und paketiert. Modly ist über die Jahre zu einem Monolith angewachsen. Wir brauchen eine Architektur, die flexibler ist, die in Einheiten unterteilt ist. Das deckt sich mit meinen Maßnahmen. Auch ich möchte, dass wir in Zukunft kleinere Einheiten umsetzen. Das macht uns allen das Leben wesentlich einfacher. Mit einer flexiblen Architektur können wir dann auch Anforderungen, die bislang einfach zu teuer waren, besser umsetzen.
in Einheiten und in Etappen. So wäre es zum Beispiel möglich, dass wir verschiedene Varianten der Berechnungen anbieten können. Ah, also das ist für mich natürlich sehr interessant. Was bedeutet das konkret für unsere Kunden? Das heißt, unsere Kunden könnten mehrere Varianten von Modeli nutzen, die mehr auf ihre Bedürfnisse angepasst sind. Und damit können wir ihnen auch viel differenziertere Preismodelle anbieten. Ich denke genau das. Und was kostet uns das? Das ist natürlich mit erheblichem Aufwand verbunden, das ist klar. Aber ich sehe einen Weg, wie wir das umsetzen können. Und die Investition wird sich sehr schnell amortisieren. Gut. Diese Maßnahmen als Ganzes gefallen mir. Ich möchte, dass wir mit der Umsetzung beginnen. Nicht nächste Woche, nicht gestern, heute.